Glück auf, die Damen und Herren! Willkommen zurück zu Risen 3, wo ich jetzt erstmal mit dem ein bisschen Messer werfen spiele. Lass uns Messer werfen. Alles klar. Ich bin zwar noch nicht so trainiert, aber für dich wird's sicher reichen. Alles klar. Los geht's! Dann leg mal los! Naja, immerhin 3 Punkte, ne? Gut, wollen wir mal. Wo muss ich denn hin? Hä? Würde ich sagen. Warum denn? Ich habe doch noch gar keine Möglichkeit gehabt, was anderes zu drücken. Dieses Messer werfen, ich hab's immer noch nicht ganz kapiert, glaube ich. Ich bin schon wieder voll raus. Wie muss ich denn werfen? Ich meine, zielen ist ja eine Sache. Aber ich glaube, einfach drücken und dann nochmal drücken, kann das? Ja, und jetzt? Das nenne ich können. Jetzt kam aber plötzlich der Balken. Der kam vorher nämlich zum Beispiel nicht. Dieses Messerwerfen riecht mich gerade voll auf. Der macht hier einen Punkt nach dem anderen und ich krieg's nicht hin, weil ich blöde bin. Na gut, aber jetzt weiß ich wenigstens, wie es funktioniert. LOL, wie schnell geht denn das? Mal ganz ehrlich. Das ist doch ein scheiß Minispiel. Ich hab doch nicht den Hauch einer Chance. Aber das sah gut aus jetzt. Oh ja, das sah sehr schön aus. Aber ich habe nur noch ein Messer. Ich kann den gar nicht mehr besiegen. Weil ich es erst beim vorletzten Messer kapiert habe, wie es funktioniert. Messer werfen. Ah, das war zu hoch, hä? Ich weiß, dass ich verloren habe. Ich denke, du musst noch einiges lernen. Dein Auge kennt bereits das Ziel. Also konzentriere dich nicht auf dein Messer. Komm, lass es uns nochmal probieren. Messer jetzt mache ich dich fertig. Alles klar. Alles klar. Jetzt lasse ich dich leiden, mein Freund. Jetzt, wo ich gerafft habe, was Sache ist. Ich mach dich fertig. Ja, krieg halt direkt erstmal weißt du. Nee, komm. Der cheatet doch. Verfluchter Mist. Na, immerhin gilt das noch als 5 Punkte. Das ist schön. Oh, das sieht böse aus, oder? 7 Punkte. Naja gut, aber ich bin in Führung. Leg los, Kollege. Zeig, was du drauf hast. Galt auch noch als 1 Punkt. Sehr schön. Ach, scheiße. Lach doch alleine, Wächterdepp. Als ob der jetzt auch noch Punkte macht, der Hund. Shit, oder? Na, es geht. Ich bin immer noch in Führung. Ich mach dich fertig. Ach komm, ist das dein Ernst? Okay. Der muss jetzt sitzen, sonst verliere ich wieder. Oh, das sieht gut aus. Ah, schöne Sache. Ich bin beeindruckt. Wir haben zwar nicht um Gold gewettet, aber hier, nimm das. Wer so einen Wurf drauf hat, soll nicht mit leeren Taschen gehen. Werfen will gelernt sein. Ich danke dir, mein Freund. So, was haben wir denn hier unten Schönes? Ach, das ist die Kneipe, ja? Der macht hier einen auf Armdrücken, hä? Hier, Junge, brat dir mal ein Stück Fleisch. Du siehst ja ganz verhungert aus. Ihm gibst du etwas zu essen, oder was? Du bist eh schon dick genug, Horas. Also, womit kann ich dir helfen? Willst du deine Vorräte auffrischen? Oder vielleicht ein wenig Kräfte messen? Erstmal klauen? Was hast du anzubieten? Such dir was aus. Zeig mal her. Kann ich alles nicht gebrauchen? Kannst du mir was beibringen? Wenn du das nötige Kleingeld dabei hast. Schnapsbrenner brauche ich auch nicht.
Wie funktioniert Armdrücken? Die Regeln sind einfach. Arm auf den Tisch und drücken. Kein Abstürzen. Und versuch immer den Arm des Gegners einzudrehen. So kriegst du seine Hand auf den Tisch. Gegen wen kann ich beim Armdrücken antreten? Ich drücke immer kurz nach Feierabend. Ist eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Ansonsten lassen sich Hartwig und Downs hier ab und an blicken. Wenn du jemanden am Tisch trainieren siehst, quatsch ihn an und der wird nichts gegen eine Runde einzuwenden haben. Gut, na dann, lass uns mal loslegen. Runde drücken. Na schön, wir können ein paar Runden trainieren. Aber am liebsten drücke ich gegen Gold. Also halten wir uns nicht lange mit dem Training auf. Dann mal los. So, ich habe auch schon wieder vergessen, wie das Minispiel funktioniert, muss ich zugeben. Aha. Tada, war jetzt auch ganz schwer. Das war so heftig schwer für mich jetzt. Das hier, mein Freund, das hier ist der beste Platz auf dieser stinkenden Insel. Okay. Hast du was gegen... Was ist? Gibt's ein Problem? Totenkopfhöhlen, Schattenwesen, verwüstete Landstriche, das Übliche halt. Und wenn schon, mit der Macht, die uns die Magier geben, gibt es nichts, was uns gefährlich werden kann. Naja. Nicht einmal ein Titan könnte hier Fuß fassen. Dafür ist gesorgt. Wer die Magie bändigen kann, kennt keine Feinde mehr. Du scheinst dir deiner Sache ziemlich sicher zu sein. Allerdings. Und ob? Guck dir doch an, was die Magier hier auf Taranis schaffen. Ganz egal, ob die Götter die Welt verlassen haben, wir brauchen sie nicht mehr. Je mehr Kristalle unsere Minen abwerfen, umso größer wird unsere Macht. Wie viele Kristalle hast du in deinem Besitz? Ich? Ach, das ist nicht der Rede wert. Eine Handvoll und das war's auch schon. Woanders wird das Zeug eben dringender gebraucht. Dann macht es dir ja sicher nichts aus, ein paar davon abzugeben. Eigentlich nicht. Hier. Dankeschön. Kannst du mir etwas über die Kristalle und die Minen erzählen? Ich weiß nicht, warum die Kristalle so mächtig sind. Aber ich weiß, dass sie unseren Feinden ein ordentliches Loch in den Pelz brennen. Genau darum ist die Förderung von diesen Dingern auch so verdammt wichtig. Aha. Was machst du noch, außer große Reden schwingen? Ha, bist beeindruckt, was? Nun, ich warte auf den nächsten Einsatzbefehl von Magnus. Solange er mir noch keinen neuen erteilt hat, bereite ich mich vor. Denn nur wer gut vorbereitet ist, wird es hier im Lager zu etwas bringen. Und das werde ich. Was hältst du von einer Runde Messerwerfen? Einiges. Aber ich messe mich nicht mit jedem Hans Wurst. Sobald du die nötigen Goldmünzen mitbringst, lasse ich mich auf ein kleines Messerduell ein. Aber merk dir gleich, wenn ich nicht an der Scheibe trainiere, habe ich keine Zeit für solche Spielchen. Okay, okay. Von Anstand hast du wohl noch nie was gehört, oder? Die Waffe nicht wegdeckst. Ich habe gar nicht auf dich gezielt. Das war ein Kampf. So. Erstmal was trinken hier. Damit wir wieder zu Kräften kommen. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so einstecken können. Lecker Fleisch. Käse haben wir hier. Bier haben wir in Hülle und Fülle. Einen guten Schinken. Ah. Man kann alles zu Geld machen. Merkt ihr das, mein Freund? Brennkessel. Als ob hier einfach eine Spruchrolle rumliegt. Warum denn sowas? Hallo Auswelt. Ist es soweit? Oh Mann, nicht die Geschichte wieder. Warum hört hier eigentlich niemand auf mich? Weil die Schattenwesen, von denen du erzählst, uns gar nichts können. Sie werden kommen und sie werden... sich höchstens einen Satz heißer Ohren einfangen. Jetzt geh jemand anderem auf die Nerven. Die scheinen alle die Bedrohung nicht wirklich ernst zu nehmen, hä? Ich bin Agila. Wenn du was Besonderes brauchst oder ein paar Kristalle loswerden willst, bin ich dein Mann. Handelst du auch mit Informationen? Tja,
Erst vor kurzem hat mir ein Vögelchen etwas Interessantes gezwitschert. Das Vögelchen hört nicht zufällig auf den Namen Wells? Verdammt, woher weißt du? Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Du kennst Wells also? Ja, von ihm habe ich die Information. Also, die Magier haben scheinbar einen feinen Vorrat an Kristallen angelegt. Aha, wo denn? Und ein schlaues Kerlchen wie du kann ein paar Kristalle doch sicher gut gebrauchen. Was den Kristallvorrat der Magier angeht... Nicht so schnell, mein Freund. Weitere Informationen gibt es nur gegen Gold. Was hast du davon, wenn ich mir die Kristalle hole? Naja, außer die paar Goldmünzen, die ich für zusätzliche Informationen bekomme, nicht viel. Es ist mir ein persönliches Ding. Hab bei ihnen mal was mitgehen lassen und wurde erwischt. Der Anschiss sitzt mir heute noch in den Knochen. Deine kleine Diebestour wäre für mich eine Art Genugtuung. Aha, Rache. Von welchen Magiern sprichst du genau? Nun, man erzählt sich, dass der Alchemist Nergal seine Wertsachen in einer nahegelegenen Truhe ablegt. Mhm. Außerdem lässt Lumbrock sein Zimmer von einer Wache rund um die Uhr beaufsichtigen. Da hätte er sich auch gleich auf die Stirn schreiben können, dass es bei ihm was zu holen gibt. Der letzte im Bunde ist Meister Faruko, aber dessen Truhe zu knacken ist nicht ganz ohne. Naja, obwohl ich will ja eigentlich... Was den... Zack. Ich sehe mir die Sache mit den Kristallen mal an. Ja, wird mal Zeit für eine Inventur bei denen. Ich schätze, deren Unterlagen werden wohl bald einen Fehlbestand ausweisen. Kannst du mir etwas beibringen? Wenn das Gold stimmt? Was hast du denn Schönes? Das kann ich mir alles gar nicht hier, ne? Was gibt's zu essen? Moment. Wo wollen wir denn hin? Na, hier rumlaufen. Zivilisten haben hier nichts verloren. Wer hat dich hier reingelassen? Hey, Magnus, mein Guter. Ich wollte meinen Freund hier nur mal durchs Lager führen. Ich glaub dir kein Wort. So wie ich dich kenne, führst du doch irgendetwas im Schilde. Außerdem habe ich dich nicht gefragt. Also, wie bist du hier reingekommen? Das Tor war auf und ich ging durch. Zum Teufel, lassen wir jetzt schon jeden auf unser Gelände? Ja. Offensichtlich muss ich mit dem Wachtposten am Tor ein ernstes Wörtchen reden. Ich bin hier, um mit den Magiern zu sprechen. Das ist mir völlig egal. Hier habe ich die Verantwortung. Also sprichst du erst einmal mit mir. Tu ich doch grad. Was will jemand wie du wirklich hier auf Taranis? Wir stehen auf derselben Seite. So, so. Und das soll ich dir glauben? Ja, bitte, wäre nett. Komm schon, ich habe für den Unsinn keine Zeit. Ich will die Schatten bekämpfen und brauche dazu eure Hilfe. Du willst mit uns gegen die Schatten kämpfen, sagst du? Na schön, dann überzeuge mich. Wieso sollte ich gerade für dich meine wertvolle Zeit verschwenden? Ich habe Horas, einen eurer Kadetten, vor der Inquisition gerettet. Wieder dieser Horas. Der Bengel bringt sich ständig in Schwierigkeiten. Gut, du hast ihn gerettet. Aber ich fürchte, das überzeugt mich noch nicht. Ich habe einem Wächter namens Ramon auf Antigua geholfen. Na schön. Das kann sein, ist aber für mich jetzt schwer zu prüfen. Da musst du schon etwas Besseres vorbringen, Fremder. Ich biete euch Wächtern meine Hilfe an. Nehmt sie oder lasst es. Ich brauche keine Maulhelden. Ich brauche Soldaten. Ordentlich vereidigte Soldaten, die gewissenhaft ihren Dienst verrichten. Nein. Ich müsste dich auch noch beaufsichtigen und ich kann nicht alles gleichzeitig. Hier im Lager habe ich schon alle Hände voll zu tun. Und dann wären da noch die Minen. Solange ich keinen Rapport über den Zustand meiner Minen habe, habe ich keine Zeit für weitere Dinge. Aha, da könnte ich mich doch drum kümmern eigentlich, was oder nicht? Was unternehmt ihr gegen die Schatten hier auf Taranis? Ich weiß, dass sie schon jetzt angefangen haben, die Insel zu erobern. Aber ich habe zu wenig Männer, um mich darum zu kümmern. Einer dieser Schattenlords hat nicht weit von hier sein Lager aufgeschlagen. Ein Schattenlord hier auf Taranis? Wo ist er? Er ist über den Seeweg im Westen der Insel gekommen.
Dort, wo sich die Sonne verdunkelt und die Umgebung um dich herum mehr tot als lebendig aussieht, beginnt sein Herrschaftsgebiet. Also sei vorsichtig und komm ihm besser nicht zu nah. Den Kerl mache ich platt. Wer ist der mächtigste Magier hier? Das ist der Schirmherr dieser Kolonie, der ehrenwerte Magier Zacharias. Okay, wo finde ich diesen Mann? Er ist mit seinen Forschungen beschäftigt und darf nicht gestört werden. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Meister Erasmus. Er ist die meiste Zeit in den oberen Stockwerken der großen Halle zu finden. Wo ich aber nicht hin darf. Heißt das, ich darf mit den Magiern in der großen Halle sprechen? Wenn du mich so fragst... Nein, besser du bleibst hier draußen. Die Magier in der großen Halle hatten in den letzten Tagen schon genug Ablenkung. War ja klar. Euer Schiff da draußen, fährt das auch mal aus? Auf dem Meer ist gerade die Hölle los. Dann ist es besser, dass es da bleibt, wo es jetzt ist. Und bevor du noch auf dumme Gedanken kommst, nur einer von uns, ein Wächter, darf seinen Dienst an Bord unseres Schiffes verrichten. Ich kann mich um deine Minen kümmern. Kommt nicht in Frage. Ach Mann. Ich habe schon meine Männer mit der Aufgabe betraut. Und wie ist der Stand? Ich warte immer noch auf den Bericht. Seit Tagen. Ah ja. Klingt so, als hättest du alles im Griff. Na schön. Du hast gewonnen. Du kriegst den Job. Geh in die Minen und sieh nach, was zum Teufel da los ist. Aber wehe dir, wenn ich das bereuen muss. Ja, ist ja gut. Kann ich etwas von dir lernen? Du bist kein Wächter, also darf ich dich nichts lehren. Ich werde dir keine Dinge beibringen, die uns Wächtern vorbehalten sind, aber ich denke, ein bisschen kämpfen lehren kann ich dich trotzdem. Wenn du etwas Bestimmtes wissen möchtest, frag mich einfach. Umsonst mache ich das allerdings nicht. Ja, ist ja gut. Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Wie viele Minen gibt es hier auf Taranis? Die Kristallvorkommen auf dieser Insel sind ziemlich weiträumig verteilt. Ich vermute, man müsste insgesamt 4 Minen erschließen können. Ach Den Gott. Eingang einer der Minen findest du direkt hinterm Lagerhaus unserer Siedlung hier. Eine Mine ist unweit von hier im Norden der Insel. Eine weitere ist ungefähr in der nördlichen Mitte der Insel. Und noch eine soll irgendwo in der Nähe des Hafens im Süden sein. Sicher bin ich allerdings nicht. Bisher haben wir nur die ersten 3 sicher gefunden. Was genau brauchst du von den Minen? Ich brauche einen Bericht von dem Verantwortlichen der jeweiligen Mine. Die Magier liegen mir schon seit Tagen damit in den Ohren. Sie warten auf ihre Kristalllieferungen. Also tu mir einen Gefallen und bau keinen Mist, klar? Ja, ist ja gut. Also ich denke, um die Sache können wir uns durchaus kümmern. Jetzt steht der hier rum und macht einen auf Muskeltraining. Wo geht's denn hier unten hin? Ah, hier geht's ins untere Gebiet rein. Das ist aber auch spannend. Hier im unteren Gebiet kommt man hier komplett lang und dann wieder hier zurück. Spannung pur. Ist denn jetzt inzwischen einer aufgetaucht, mit dem ich saufen kann? Oder hier oben war ich ja noch gar nicht, glaube ich. Ich tanze auf dem Tisch. Hab's glauben oder nicht? Ich bin hier dabei da und ich nehme die Gabel mit. Eine Bank. Oh, was haben wir hier noch? Das wandert ja wohl mal in meine Taschen. Der Mistkerl klaut hier. Der entwischt uns nicht. Hau ihn um! Ihr macht das. Bleibst du wohl stehen? Will noch wer? Das war heftig. Nee, ich will mich nicht hinsetzen. Ich wollte gucken, ob die noch was haben, aber gut. Hi. Was gibt's? Nicht so laut, sonst kriege ich wieder Ärger mit den Wächtern. Du gehörst nicht zu den Wächtern. Nee, Magie war mir noch nie geheuer. Ich bin Fischer. Ich war schon Fischer, bevor die Magier hier auf der Insel ihre Experimente gestartet haben. Aha, ein Fischer also.
Und was fischst du hier oben im Lager? Gar nichts. Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Warum müssen wir überhaupt flüstern? Die Wächter wollen nicht, dass ich jemand um Hilfe bitte. Warum? Was ist daran verkehrt? Weil ich die Leute mit meiner Geschichte nur verrückt mache. Das hat zumindest Hartwig gesagt. Und was ist denn jetzt was das Problem? Was ist dein Problem? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Ach komm, ich hab Zeit. Die lange Version. Okay, das war so. Lina, Tokel und ich haben bis vor kurzem die Fischerhütte im Tal bewohnt. Denn Fischen war nicht nur mein Traum, sondern auch ihrer. Du musst wissen, die Fischerei kann ein einträgliches Geschäft sein. Und weiter? Naja, eines Tages dann, da zog dann auf einmal dichter Nebel auf und richtig kalt wurde es. Erst dachten wir uns nichts dabei, aber anbeißen wollte auch nichts mehr. Sag bloß, und dann? Naja, da beschlossen wir uns erstmal ein Feuer zu machen. Ach Gott! Aber bevor es richtig in Gang kam, hörten wir diese unheimlichen Geräusche. Unheimliche Geräusche? Ja, aus dem Nebel. Da war etwas im Nebel. Da kam also Viehzeug aus dem Nebel. Weiter. Nicht irgendein Viehzeug. Sowas hast du noch nicht. Lass mich raten. Schattenwesen. Ja, aber woher weißt du... Weil das überall passiert. Was mit deinen Freunden passiert ist. Naja, das ist ja mein Problem. Ich weiß nicht, was mit ihnen geschehen ist. Ich habe die Beine in die Hand genommen und bin hierhin geflohen. Du bist ja ein toller Freund. Mann, ich hatte eine scheiß Angst. Bitte, kannst du nicht nach ihnen sehen? Ich kümmere mich um die Sache mit deinen Freunden. Danke. Endlich tut hier mal einer was für mich. Ich denke, du solltest mit der Suche bei der Fischerhütte beginnen. Ach, sag bloß. Sei aber vorsichtig. Mit diesen Biestern ist nicht zu spaßen. Gibt es sonst noch etwas, das ich über deine Freunde wissen muss? Naja, vielleicht solltest du dich mal auf der kleinen Insel im See umgucken. Vielleicht hat Tokel sich dorthin zurückgezogen. Aber das ist nur eine Vermutung, nichts weiter. Na gut, ich weiß erstmal Bescheid und Leute, ich würde sagen, für heute ist Schluss. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut.